Tränen in den Augen. Willkommen erstmal zu The Nosy Rosie. Ich bin die Jen. Und ich habe gerade einen Trailer zu dem Film Prayers for Bobby gesehen. Dazu gekommen bin ich durch das Video von Cassandra, was sie gestern hochgeladen hat. Da spricht sie ja über Homosexualität und die Kirche und die Bibel. Und irgendwie bin ich über ein paar Umwege bei diesem Trailer gelandet. Und da geht es eben auch um das Thema. Und oh, ich habe da richtig Tränen in den Augen. Ich muss ja immer heulen bei sowas. Ja, und zwar geht es in dem Film um einen jungen Mann, einen Jungen, der erkennt, dass er schwul ist und das seiner Familie mitteilt, aber die sind sehr christlich und vor allem die Mutter will das nicht akzeptieren. Übrigens gespielt von, wie heißt sie hier, Alien, Sigourney Weaver. Ich hatte nachgeguckt. ja. Die das jedenfalls nicht akzeptieren und sagt dann, ich habe keinen schwulen Sohn. Und der Sohn sagt dann, dann hast du keinen Sohn. Und dann sagt sie, ja. ja, jedenfalls ganz böse und er bringt sich dann um. Und das ist natürlich dann so schockierend für die Eltern und vor allem für die Mutter, dass sie damit nicht leben kann. Und dann informiert sie sich und erkennt, dass Gott alle Menschen liebt, egal ob hetero oder homo, und tritt dann Homosexuelle ein, alles. Also auf jeden Fall sehr rührend. Ich gebe euch hier mal einen Link zu dem Trailer. Also ich denke auch, dass auf jeden Fall in der Bibel alles so und so gedeutet werden kann und stimme einen Punkt hinzu, die Cassandra aufführt, dass wir wirklich so langsam mal akzeptiert werden sollten, genau wie viele andere Dinge, die in der heutigen Zeit einfach anders sind wie früher, die auch akzeptiert werden. Ja. Aber trotzdem muss ich sagen, sehe ich persönlich es nicht ein, irgendwie so richtig in der Kirche zu sein und vor allem Kirchensteuer zu bezahlen und so, weil okay, die Bibel ist okay und wenn man selbst dran glaubt und für sich an Gott glaubt und so, ist das in Ordnung. Aber wenn man mal überlegt, was die, vor allem die katholische Kirche in der Geschichte alles veranstaltet hat und wenn man dann sieht, dass überall Geld fehlt und hier und da und dann werden da die riesen geilen Kirchen gebaut, wo dann Geld reingesteckt wird. Also das ist doch, also für mich ist diese ganze Kirchensache irgendwie nur Geldmacherei im Grunde, finde ich. Also das ist meine persönliche Meinung. Ich muss sagen, ich habe mich da jetzt auch noch nie wirklich intensiv mit beschäftigt oder so. Es ist einfach nur das Gefühl, was ich habe. Aber wie gesagt, ich finde es voll okay, wenn man vor allem auch als Homosexueller an Gott glaubt und zur Kirche geht. Und es gibt ja auch diese Gruppe Homosexuelle und Kirche. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Schreibe ich gleich nochmal hin. Ich werde gleich nochmal nachgucken. Und ja, das war heute nur ein kleines Video von mir. Ich habe nämlich leider gar nicht so viel Zeit. Ich muss schnell wieder weitermachen. Ich bin gerade voll im Stress. Ich habe in 2 Wochen Präsentation meiner Bachelor-Abschlussarbeit, meiner Thesis und habe echt megamäßig viel zu tun. Hoffe, dass ich nächste Woche auch noch ein kleines Video hinbekomme. Da werde ich sicherlich noch mehr im Stress sein als jetzt. Deswegen warne ich euch schon mal vor, falls es nächste Woche kein Video gibt, dann nehmt es mir nicht übel. Dann habe ich es einfach nicht geschafft und werde dann aber die Woche drauf sicherlich wieder was hochladen. Ja, ich sage dann mal tschüss, genießt das schöne Wetter, soll ja jetzt ein paar Tage ein bisschen schöner bleiben. Vielleicht haben wir ja mal wirklich jetzt ein paar Tage Sommer, das wäre doch mal was. Und wir sehen uns dann nächste Woche.
hoffentlich, oder in 2 Wochen. Und ich sag, bis denn, die Jen.